Aber ich würde mal sagen, wir gehen mal nach oben, wa? Hier ist das Telefon, was wir benutzen können. Da können wir den Typen anrufen. Warte mal. Können wir das einpudern? Es wäre besser zu warten, bis Willy das Labor verlassen hat. Ja, das können wir. Das geht auch. Ja, das geht Ein auch. riesiger Knochen. Ich vermute, dass er zu irgendeinem Tier aus der Urzeit gehört. Na, nimm mit. Nein, viel zu groß für den Pekinesen meiner Mutter. Ich stelle mir das gerade bildlich vor, der Pekinese, der an dem Knochen herumfrisst. Das wär's. Das wär's. So, wie kriegen wir den Typen da raus wieder? Oh. Das sieht fast so aus wie Geheimakte Tunguska hier Ich gerade. verstehe nicht viel von Kunst, aber das hier ist beeindruckend. Hier, der pennt fast. Es könnte sich um eine Maya-Gottheit handeln. Ah, genannt der Schläfer. Sie lässt sich nicht bewegen. Schlecht. Es scheinen Schalen und Krüge zu sein. Im Moment kann ich wohl nichts davon gebrauchen. Im Moment kann er da nichts von gebrauchen, ne? Das ist wieder ein Hinweis. Sie lässt sich nicht bewegen. Auch nicht. Ich würde sagen, das ist ein kleiner Eimer. Ich würde sagen, der gehört Lieber uns. nicht. Man würde das Fehlen bemerken. Außerdem weiß ich nicht, wozu ich es brauchen könnte. Noch nicht. Es sieht wie eine Teekanne aus. Guck mal, jetzt heißt das Toneimer. Jetzt ist es eine Teekanne. Lieber nicht. Außerdem. Okay, und das hier? Ich glaube, das ist eine schlichte Schale. Lieber nicht. Außerdem. Okay. Ich habe keine Ahnung. Vermute aber, dass es eine Art Altar ist. Vielleicht ist es auch ein heiliges Element der Maya-Kultur. Vielleicht. Was haben wir hier noch? Hier hinten ist nichts weiter. Okay. Ah, er ist wieder zurück. So, jetzt aber. Komm. Einpulvern. Das Talkumpuder benutzen, um die Fingerabdrücke auf den Tasten zu sehen? Keine schlechte Idee. Aber ich glaube nicht, dass ich sie allein damit deutlich genug erkennen kann. Außerdem, wie kann ich Willys Fingerabdrücke, die den richtigen Code eingeben, von meinen unterscheiden? Hä? Na, wir machen Gute Nagel. Idee. Versuchen wir es. Jetzt darf ich keine weitere Taste mehr anrühren. Wenn ich irgendwo einen Fingerabdruck hinterlasse, wird der Plan misslingen. Als nächstes muss ich Willy dazu bringen, den Code, der die Tür öffnet, einzugeben. Dabei wird er Fingerabdrücke auf den richtigen Tasten hinterlassen. Ja, wir rufen ihn jetzt nämlich Ein an. öffentliches Telefon. Gute Idee. Ich werde Willy anrufen und versuchen, ihn in das Labor zu locken. Vielleicht bekomme ich dann den Zugangscode. Ich hoffe, dass die Handynummer auf der Visitenkarte stimmt und dass es auch sein Handy ist. Die Musik ist schön chillig im Hintergrund, ja? Ja? Herr Dustin? Ja, am Apparat, Sie wünschen? Hören Sie, ich bin Frank Steiger, ein Freund von Herrn Potter. Er sagte mir, dass Sie mir eine bestimmte Sache besorgen können. Ja, ich freue mich, Geschäfte mit Freunden von Herrn Potter zu machen. Er ist einer meiner besten Kunden, wissen Sie? Ehrlich gesagt, kommt mir Ihre Stimme bekannt vor. Kennen wir uns von irgendwo, Herr Steiger? Nein, nein. Nein, ich glaube nicht. Ja, wie Sie meinen. An was genau sind Sie interessiert? Wissen Sie, ich bin an einem Okular interessiert. Ja, an einem Okular für ein Mikroskop. Was für ein Zufall. Das muss in Mode gekommen sein. Alle möchten dasselbe haben. Was meinen Sie? Ach, nichts, Herr Steiger. Es ist nicht wichtig. Welche Art Okular benötigen Sie? Ich habe eine große Auswahl mit hundertfacher Vergrößerung. Fein, aber ich bräuchte 200-fache Vergrößerung. 200-fache? Wie? Ich frage im Lager nach. Bitte rufen Sie mich in 10 Minuten zurück und ich werde Ihnen bestätigen, ob wir liefern können. Einverstanden. Bis gleich. Bis gleich, Herr Steiger. Er kommt jetzt. Ich verstecke mich hier hinten. Hey, jo, Mann. Ey, ich schwimme voran. So. Aber wir bräuchten bloß die Töne hören, oder? Ich muss abwarten, bis Willy das Labor verlässt. Dann kann ich versuchen, es zu betreten.
Es wäre für uns beide eher peinlich, wenn wir uns drinnen treffen würden. Ach komm. Wäre eher nur für ihn peinlich. Ich glaube, wir müssen einmal, genau, wir müssen einmal nämlich hier durch. So, und jetzt aber, jetzt nehmen wir das hier. So. Und pudern alles ein. Jetzt werde ich Willys Fingerabdrücke deutlich sehen und den Zugangscode herausfinden können. Ich werde das Puder gleichmäßig auf das Tastenfeld auftragen. Genial. Jetzt kann ich Willys Fingerabdrücke deutlich sehen. Es sieht aus, als ob der Lack mit dem Talkumpuder getrocknet ist. Ich kann jetzt die Tasten bedenkenlos drücken, ohne die Fingerabdrücke zu verschmieren. Die Nummern, die den Code bilden, sind die 1, die 3, die 7 und die 8. Ich muss nur die richtige Kombination herausfinden. Wenn ich mich nicht irre, erzeugten die Tasten eine Melodie, als Willy den Code eingab. Ungefähr so. Nein, so ging sie nicht. Die Melodie war eher wie... Nee, nein, na? So ging sie nicht. Die Melodie war eher wie... Ja, das ist es. 8137. Die vergesse ich bestimmt nicht mehr. Hey, zufälligerweise ist das PIN von meiner EC-Karte. Es ist ziemlich dunkel. Aber wir machen besser kein Licht. Da ist die Kamera da oben. Ich möchte nicht, dass man mich hier entdeckt. Ja, vor allem bei der Kamera da oben. Ich würde ihn ungern benutzen müssen. Deswegen werde ich mich vorsichtig zwischen diesen Geräten bewegen. Er ist abgeschlossen. Was mache ich hier mit der Kamera da oben? Die ist an. Ah, da ist er. Guck mal. Ich würde sagen, dass es eine Klimakammer ist. Sie sorgt dafür, dass die Kunstwerke unter idealen Wärme- und Feuchtigkeitsbedingungen gelagert werden. Und was da drin liegt, ist zweifellos der Sohn des Ushitsa, der Star der Ausstellung über die Maya-Kunst. Ein Elektronenmikroskop. Mir fällt nichts ein, was ich durch ein Mikroskop ansehen möchte. Das ist ein antiker Schlüssel oder sowas. Hätte ich fast übersehen. Vielleicht kann ich ihn zu irgendetwas gebrauchen. Na sowas. Hier drunter liegt eine Nachricht. Sehen wir mal. Clive, hier hast du deinen alten Aztekenschlüssel. Er ist sauber und glatt, wie du es wolltest. Lass das nächste Mal nicht so viel Zeit verstreichen, ohne ihn zu putzen. Er war ziemlich verkrustet. Wir sehen uns Montag. Ein gewisser Ron hat unterschrieben. Dann gehört Clive der Schlüssel. Ich werde ihm das gute Stück später geben. Der PIN von meiner EC. Nein, ist er natürlich nicht. Es war nur ein Scherz. Und nein, meine Bank verrate ich nicht. So, Klimakammer. Können wir die aufmachen? Werfen wir einen Blick darauf. Es gibt doch bestimmt sie Alarm, lässt sich oder? Nicht mehr Hand öffnen. Ich glaube, dass man auf den Knopf drücken muss, um sie zu öffnen. Na, dann drück doch auf den Knopf. Er aktiviert den Öffnungsmechanismus der Klimakammer. Bitte nennen Sie Ihren Namen, um mit der Stimmenidentifizierung zu beginnen. William P. Dustin. Identifizierung negativ. Zugang verweigert. Okay, ich glaube nicht, dass ich es so schaffen werde, sie zu öffnen. Nee, wir müssen was aufnehmen. Okay. Aber die Kamera, die irritiert mich da oben. Was ist das? Scanner? Das muss der Scanner der neuesten Generation sein, von dem Clive sprach. Er soll in der Lage sein, ein Exponat zu datieren und seine Zusammensetzung festzustellen. Außerdem nimmt er eine morphologische Analyse vor und versucht anschließend, das Objekt mit Hilfe der Datenbank zu katalogisieren. Wenn das Kruzifix restauriert ist, wird er mir zweifellos dabei helfen, mehr darüber zu erfahren. Okay, du hast die PIN vorgesagt, als du sie eingegeben hast. Ja, so eine Momente kenne ich. Zwar nicht mit der PIN, aber so im Allgemeinen, bis du dann mitkriegst, oh, da steht einer hinter dir. Du hast gerade das Masterpasswort laut vorgebrubbelt oder irgendwas in dem Dreh. Ich muss das Kruzifix erst restaurieren lassen. Ja, das machen wir ja. Okay, haben wir hier hinten noch was?
Hier ist eine Gasflasche. Flüssigen Stickstoff. Ich kenne das sehr gut aus der Fakultät. Das könnte gefährlich sein. Ich möchte es nicht ohne guten Grund tun. Also wird es einen Grund geben. Aber hier hinten ist nichts weiter. So, das heißt, ich muss irgendwie die Stimme... Von ihr ranbekommen. Warte mal, wir gehen mal in Clives Büro. Oh, Clive ist zu Hause. Gina und Clive ihren formlosen Rundgang durch das Museum begonnen. Hm. Clive ist immer noch der Alte. Sobald er einen Rock sieht, erkennt er nicht mal mehr seinen Vater. So, so. Na, der hat ja Kumpels. Es ist vollgestopft mit Büchern und exotischen Objekten. Mal sehen. Es sind zwei Bände eines anthropologischen Werkes. Das Fach hat mich nie sehr interessiert. Aber es kann sein, dass ich sie gebrauchen kann, um mich im Museum zurechtzufinden. Sieh mal, was unter den Büchern versteckt lag. Ja, was ist das? Eine Vertiefung in Form eines Kreuzes. Eieiei. Wenn wir irgendwas hätten, was wir da reinstecken könnten. Ja, ich weiß es nicht. Der Schlüssel passt perfekt hinein. Geld! Oh! Sieh mal an. Was haben wir denn hier? Ein Geheimfach. Das war zu einfach. Papiere, Gerät. Sieht aus wie Akten und Papiere. Das Geld. Nein, ich kann Clives Privatdokumente nicht mitnehmen. Warum nicht? Was man findet, darf man behalten. Hier, komm, Geld mitnehmen. Nein, ich werde keinem das Geld wegnehmen. Schon gar nicht einem guten Freund. Wieso? Nein. Ich vermute, Clive hat es dort für Notfälle aufbewahrt. Genau. Das sieht nicht wie für Notfälle aus. Das ist ein Diktiergerät. Ah. In Ordnung. Ich werde es mir von Clive ausleihen. Ich glaube, wir wissen, wie wir an... Ich lege es natürlich später wieder zurück. Doch klar. Das macht man so in Computerspielen, dass man alles später wieder zurücklegt, ne? Machen wir wieder zu hier, sonst fällt's auf. So. So, was haben wir hier noch? Ein Regal... So, ich würde mal sagen, wir müssen uns unbedingt mit ihr unterhalten. Entschuldigung, Frau Doktor, wie war doch gleich Ihr Name? Dr. Susan Oliver. An der Tür ist es deutlich zu lesen. Bitte geben Sie Ihren Namen ein. Dr. Susan Oliver. An der Tür ist es deutlich zu lesen. So, hier. Sehr gut. Sehen wir mal, ob der Plan gelingt. Bitte nennen Sie Ihren Namen, um mit der Stimmenidentifizierung zu beginnen. Dr. Susan Oliver. Oh. Identifizierung negativ. Zugang verweigert. Mist. Die Batterie hat im entscheidenden Moment versagt. Ich hole die Batterie aus dem Diktiergerät. Ich muss eine volle Batterie besorgen. Es ist echt nicht wahr, ja? Mist, die hat keinen Saft mehr. Kann man die nicht aufladen? Wahrscheinlich ein Weg. Na toll. Ah, warte mal, der Walkman unten von dem Typen. Walkman, ja? Hier, der hat einen Walkman. Ich brauche die Batterie, komm. Hallo, Willy. Hey, Kleiner, wie geht's dir? Weißt du, ich habe dein Problem. Ich brauche eine kleine Batterie. Scheiße, Kumpel, ich glaube nicht, dass ich eine habe. Kannst du mir nicht die Batterie deines Walkmans borgen? Scheiße, Kumpel, nein. Das Wort borgen gibt's in meinem Wörterbuch nicht. Außerdem habe ich keinen Ersatz. Und es ist ätzend, ohne meine Musik die ganze Nacht im Museum abzuhängen, Mann. Verkaufst du mir die Batterie aus deinem Walkman? Für wen hältst du mich? Scheiße! Ich bin kein Ausbeuter. Ich bin hier und höre meine Musik. Dann kommst du und denkst, wenn du ein bisschen Kohle locker machst, werde ich dir die verdammte Batterie aus meinem Walkman geben? Und ich bleib die ganze Nacht ohne Musik hier? Das hast du gedacht, stimmt's? Sag's mir, das ist es, oder? Ja. Hör mal, Kumpel.
Ich sollte meinen Hintern aus diesem Stuhl bewegen und dir den Besen auf dem Kopf zerschlagen. Aber du bist mir sympathisch. Gib mir $100 und die verdammte Batterie gehört dir. $100 für eine halbleere Batterie? Warum überfällst du mich nicht gleich? Hör mal, ich habe nicht genug Geld bei mir. Nimmst du Reiseschecks? Nicht mal im Traum, Kumpel. Kein Geld, keine Batterie, Mann. Schon klar. Ich werde sehen, was ich tun kann. In Ordnung. Ich habe gesehen, dass die Kaffeemaschine in der oberen Etage leer ist. Ja, seit heute Nachmittag. Okay, und? Wann wirst du sie auffüllen? Hör mal, Kerl, komm mir nicht mit Forderungen daher. Gestern habe ich die letzte Packung, die ich noch hatte, reingeschmissen. Im Lager gibt's keine mehr, also bleibt sie leer, Mann. Können wir vielleicht die Tüte mit was anderem füllen? Das ist aber dumm. Kann man da nichts machen, damit es wenigstens für einen einzigen Kaffee reicht? Nur einen Kaffee noch? Ja, klar. Du kannst dich neben sie stellen und ihr zuflüstern. Maschinchen, Maschinchen an der Wand. Gib mir eine Tasse Kaffee in die Hand. Nein, verdammt, wenn kein Kaffee da ist, ist einfach kein Kaffee mehr da. Und nichts weiter. Das ist bloß wegen dieser verrückten Olivar. Gott, sie ist wirklich eine verfluchte Irre. Die trinkt mindestens 20 Tassen Kaffee am Tag. Deswegen ist die Hexe total nervös, logisch. Was kannst du mir über Dr. Olivar erzählen? Ach, die Verrückte? Das ist eine unerträgliche Hysterikerin, eine verbitterte, nervtötende Arbeitsbesessene. Dir ist sie auch nicht sympathisch, oder? Sie nervt mich den ganzen Tag mit diesem oder jenem. Scheiße, Mann. Außer, dass sie unsympathisch ist, ist sie auch noch hässlich wie die Nacht. Doch. Dein Kumpel Clive ist eigentlich ganz in Ordnung. Ich sag das nur, weil du es ihm nicht sagen wirst, oder? Ich bin kein Schleimer. Wegen deines Unternehmens. Ja, was ist? Ich möchte dich nicht weiter stören, Willi. Bis bald. Wir sehen uns. Okay, wir brauchen also irgendwie... Er ist wirklich eigen. Ja, eigen. Ist da nicht Kaffee drin? Sie enthalten Samen, Körner und ähnlich schlecht verdauliches Zeug. Im Moment kann ich wohl nichts davon gebrauchen. Kann ich doch bestimmt mitnehmen. Nochmal hallo, Frau Doktor. Was ist denn nun schon wieder? Das hatten wir schon alles. In diesem Museum zu... Wenn ich eine Mitarbeiter seit Monaten... Sklaven. Worin geht... Hatten wir alles Meine schon. Meine Aufgabe ist es... Ich dachte... Denken ist... Okay, ich drück mal durch, das hatten wir alle schon. Was? Jetzt benutze ich eine Kla- Dann lass... Gut! Okay, Der Behälter ist halb voll mit Wasser. Ich habe keinen Durst. Können wir davon irgendwas mitnehmen? Nein. Warte mal. Das zweibändige Standardwerk der Anthropologie. Können wir das vielleicht nutzen, um... diese Sachen hier zu analysieren? Das wäre unklug. Warum? Wozu soll das gut sein? So, war hier anderes noch was drinne? Mal gucken. Guck mal, hier oben triggert irgendwas. Das war das Mikroskop, das hatten wir. Den Scanner hatten wir. Schubfächer sind nicht. Was ist das? Eine Schöpfkelle. Sie ähnelt denen, die bei Weinproben benutzt werden. Okay, können wir damit vielleicht hier aus der Stickstoffflasche? Wozu, wenn ich vorher nichts in die Kelle gelegt habe?
Mal sehen, ob sie hineinpasst. Wunderbar. Besser als ich dachte. Ich habe jetzt bloß drauf geklickt wegen der Form von der Kelle. Machen wir die jetzt kalt? Prima. Ich probiere mal aus, ob die Batterie einen Teil ihrer Energie zurückbekommt, wenn sie eingefroren wird. Ich dachte, man muss das wärmen. Nee, warte mal. Hol mir die Batterie aus der Kelle. Logischerweise ist die Batterie gefroren. Ich hoffe, dass die Batterie das Diktiergerät jetzt zum Laufen bringt. Ach nee. Die Atome, die schwingen nicht so doll, sodass die Elektronen mit geringem Widerstand durchflitzen können. Das war's. Sir. Hoffentlich funktioniert das Gerät jetzt. Das war der physikalische... Okay, gut. Ich hoffe, dass die Batterie lange genug hält. Bitte nennen Sie Ihren Namen, um mit der Stimmenidentifizierung zu beginnen. Dr. Susan Oliver. Identifizierung positiv. Guten Abend, Dr. Oliver. Denken Sie daran, dass diese Kammer sich in 30 Sekunden automatisch schließen wird. Okay, es hat funktioniert. Kann man die schnell nehmen hier? Ich sollte das nicht tun, aber heute Nacht habe ich so viele Dinge gemacht, die ich nicht tun soll. Komm, die schließe ich gleich. Ich hoffe, dass sie keinen Schaden nimmt, weil sie sich außerhalb der Klimakammer befindet. Bestimmt wird sie Schaden finden. So, jetzt müssen wir die irgendwie trennen hier, ne? Oder? Der Rubin ist fest eingelassen. Mit bloßen Händen kann ich ihn nicht herausbrechen. Ja, mit dem Flaschenöffner. Prima Idee. Damit kann ich den Rubin bestimmt aus der Maske hebeln. Es hat funktioniert. Ob wir den schnell hier wieder hinpacken? Es wäre nicht gut, sie ohne Rubin hier liegen zu lassen. Oh nee, du nimmst sie doch nicht wirklich mit. Okay. Bevor die Katastrophe losgeht. Mal sehen, ob ich ihn gegen den alten austauschen kann. Ist der andere auch rot? Großartig. Ich glaube, dass der Strahl jetzt viel stärker sein wird. Ich werde jetzt warten, bis Frau Doktor den Laser benutzt. Lass mich raten, danach brauchst du einen Kaffee, oder? Weil das Thema Kaffee ist so oft hier angesprochen wurde. Oh. Es hat funktioniert. Frau Doktor, tut mir ja leid, aber ich sah keine Alternative. Ich brauche jetzt einen Kaffee. Okay, Sie brauchen Kaffee. Und ich brauche... Ich brauche den Dings. Lieber nicht. Es könnte gefährlich werden. Der Tausch des Rubins hat funktioniert. Kriegen wir den Rubin wieder zurück? Frau Doktor, Sie müssen sich erholen. Jedem kann ein Fehler unterlaufen. In 20 Jahren Arbeit habe ich kein einziges Objekt beschädigt. Nicht mal einen Riss hat es gegeben. Nicht einen Kratzer. Nichts. Bis heute, verstehen Sie? Okay, die ist... Raucht die? Einen Kaffee! Die Gottes Willen, einen Kaffee! Die raucht im Duett, oder? Guck mal, links, rechts... Doppelt gleich. Meine Fresse, ist die aufgeregt. Okay, wir brauchen Kaffee. Ich glaube, es war nun nicht freigeschaltet. Das hier ist Kaffee. Das sieht anders. Alles andere ist hell, aber diese eine Stelle ist dunkel. Seht mal, in der Schale ist etwas, das wie Kaffeebohnen aussieht. Ich nehme sie mit. Vielleicht kann ich hiermit Kaffee für Frau Dr. Oliver kochen. Vielleicht. Indem wir jetzt den Kaffee auffüllen und ihm dann hier geben, ne? Also, Kaffee. Oh. Ungern. Vielleicht brauche ich das noch. Okay, dann nimm jetzt die Kaffeepackung raus. Ich weiß nicht, wozu sie nützlich sein könnte. Nein, lieber nicht. Oder muss ich ihm den Kaffee direkt geben? Oder mache ich das mit dem Kaffee selber? Das bringt nichts.
Willy, ich bringe dir Kaffee, damit du die Maschine auffüllen kannst. Ich weiß nicht. Sieht wie Kaffee aus. Aber es sind Bohnen. Und die verdammte Maschine funktioniert nur mit gemahlenem Kaffee. Gemahlenem Kaffee. Gab's da nicht was? Nee, ne? Gemahlenem Kaffee. Brauchen wir Wasser vielleicht? Warum sollte ich das tun? Ich weiß es nicht. Das erinnert mich an den von Dr. Südo, meinem Zahnarzt. Ey, cool, ich kenne auch einen Dr. Südo. Der ist aber nicht Zahnarzt, der ist bloß Doktor der Mathematik. Okay, können wir die zerfleischen oder zerschleifen? Ja. Vielleicht kann ich mit dem Schleifer die Bohnen zermahlen. Das ist aber eine Sisyphus-Arbeit, oder? Es hat funktioniert. Jetzt ist diese Kaffeesorte gemahlen. So. Jetzt? Ich weiß nicht, wozu sie nützlich sein könnte. Okay, dann gehen wir gleich runter zu ihm hier. Willy, ich bringe dir Kaffee, damit du die Maschine auffüllen kannst. Mist, Mann. Bist du sicher, dass dieses Zeug Kaffee ist? Ja, ja. Es ist wirklich ein guter Kaffee. Meine Lieblingssorte. Es ist nicht so, dass ich dir nicht traue, Kollege. Aber ich liebe keine Überraschung. Ich besorge immer ein und dieselbe Marke für den Automaten. Da weiß man, was man hat. Sag mir jetzt nicht, jetzt kriege ich oben... Warte mal, so. Dass ich jetzt die Dings hier oben kriege. In Ordnung. Sie könnte genau das sein, was ich brauche. Ah, ich meine, auf der einen Seite... Duftet aber noch leicht nach Kaffee. Ich meine, auf der einen Seite ist es ja richtig, ja. Das ist es. Man stopft sich nicht mit Sachen voll, die man nicht brauchen kann am Anfang. Genau eine Packung. Jetzt sieht die Kaffeepackung aus wie frisch vom Regal. Dass man eben halt wirklich nur die Sachen mitnimmt, die vielleicht vom Kontext und vom Zeitpunkt her passen. Aber manchmal ist man halt schneller als das Spiel, ja, mit den Gedankengängen. Willy, ich bringe dir Kaffee, damit du die Maschine auffüllen kannst. Geil, das ist ja meine Hausmarke. Das passt wie Dreck auf die Schaufel. Jetzt muss ich morgen nicht selbst loslaufen. Du hast Glück gehabt, Kleiner. Wolltest du nicht vorhin eine Batterie haben? Ich hol jetzt eine aus meinem Walkman und geb sie dir. Nein, nein, lassen wir das. Er kann uns nicht weiterhelfen. Brauchst du sie nicht mehr? Na, das macht nichts. Schließlich zählt die Absicht, oder? Ich mache jetzt sofort die Biege, um das verdammte Maschinchen zu füllen. Dieser Willy ist wirklich merkwürdig. Gut, vielleicht kann ich jetzt endlich Frau Dr. Oliver den Kaffee bringen. Ich werde einen Moment warten, um Willy genug Zeit zu geben, die Maschine aufzufüllen. Also dann, versuchen wir es mal. Wow. Jetzt läuft er extra langsam. Macht er mit Absicht. Klasse. Das rote Licht brennt nicht mehr. Okay, dann zieh einen Kaffee. Gut, ich nehme einen. Ich hoffe, dass er wirklich schwarz ist. So. Unbedingt ruhiger werden hier. Trinken Sie den Kaffee. Sie werden sehen. Sie werden sich danach besser fühlen. Besser? Gut. Jetzt, da Sie sich beruhigt haben, können Sie weiterarbeiten. Wir möchten doch nicht, dass die Maya-Ausstellung nicht stattfindet, nur weil Sie Ihre Arbeit nicht geschafft haben. Boah, ist der gemein. Aber selbstverständlich nicht. Ich beginne auf der Stelle mit der Arbeit und nicht einmal die Regierung wird mich stoppen können.
Bob der Zwerg. Wie ich sehe, bist du in den letzten Jahren nicht großartig gewachsen. Gustave, der Einäugige. Sieht doch nicht so aus, als ob dein herausgerissenes Auge nachgewachsen wäre. Vorsichtig, Bob. Du spielst mit deiner Rente. Komm auf den Punkt. Sind sie immer noch in dem Museum oder nicht? Genau. Das Auto steht immer noch auf dem Parkplatz. Hey, wir können dort auf sie warten und sie einsacken. Sie könnten auf der anderen Seite ohne Wagen entkommen. Das Risiko gehe ich nicht ein. Wir gehen jetzt rein und suchen sie. Du wartest hier, Bob. Pass auf, falls das Miststück rauskommt. Alles klar, Gustav. Wie du meinst. So. Ich lasse die Doktorin lieber allein, damit sie sich auf die Restaurierung des Kruzifixes konzentrieren kann. Es ist schon eine Weile vergangen und nach der Freude über den Kaffee bin ich sicher, dass sie das Kruzifix schon fertig hat. Gehen wir mal hinein. Frau Doktor ist wohl vor lauter Müdigkeit eingeschlafen. Oh. Aber wie ich sehe, hat sie das Kruzifix schon restauriert. Genial. Es sieht jetzt ganz anders aus. Es brauchte wirklich eine Restaurierung. Das ist interessant. Sicher können wir jetzt seine genaue Herkunft und Bestimmung in Erfahrung bringen. Ich muss so schnell wie möglich zum Analyselabor, um mit dem Scanner das Kruzifix zu untersuchen. Kann man nicht vorher hier das Ding hier rausnehmen? Lieber nicht. Es könnte gefährlich werden. Der Tausch des Rubins hat funktioniert. Können wir den Rubin nicht zurücktauschen? Davon halte ich nichts. Oh oh. Wie mache ich alles kaputt? Okay. Oha. Mist. Was für eine Nacht. Noch weitere kleine Kollegen von Clive. Erst die scharfe Tussi mit diesem Milchgesicht Brian. Hab nichts gegen ihn. Er ist zwar ein Milchbubi, aber auch ein netter Kerl. Und jetzt ihr zwei Vögel. Mist. Übrigens, als was habt ihr euch denn verkleidet? Okay. Der Moment ist gekommen, um herauszufinden, was das Kruzifix verbirgt. Mal sehen, ob ich diesen ultramodernen Scanner bedienen kann. Schön Windows 2000 hier oben. Dann stammt das Kruzifix von den Hopi. Die Hopi sind ein Indianerstamm aus Arizona. Naja, das ist eine wichtige Information. Andererseits verstehe ich immer weniger, was hier vorgeht. Die Materialien, aus denen das Kruzifix besteht, sind überhaupt nicht wertvoll. Es muss irgendeinen historischen Wert haben. Aber der könnte doch nie so hoch sein, dass jemand bereit wäre, dafür zu töten. Hinter dem Kruzifix muss sich noch etwas anderes verbergen. Brian, schnell komm mit! Es geht um Gina. Sie ist in Gefahr. Es tut mir leid, Brian. Na toll. Nein. Nein. Er hat gesagt, wenn ich es ihm gebe, wird ihr nichts geschehen. Nein! Na toll. Wie ihr gleich feststellen werdet, sah es ziemlich übel für uns aus. Wenigstens wollten die Typen noch etwas von uns wissen. Nämlich, was wir in Erfahrung gebracht hatten. Deshalb ließen sie uns am Leben. Vorläufig jedenfalls. Dann müssen sie mich bewusstlos geschlagen haben. Ich bekam lange Zeit nichts mit. Mal wieder. Als ich zu mir kam, fand ich mich über den Wolken wieder. Keine Angst. In einem Hubschrauber. Ich hatte grausame Kopfschmerzen. Und als Gina mir von Clive erzählte, verzweifelte ich. Wegen uns war mein Freund gestorben, wären wir an diesem Abend nur nicht zum Museum gefahren. Ich versuchte, mich zusammenzureißen. Gerade jetzt musste ich einen klaren Kopf bewahren. Ihr habt keine Ahnung, wie schwer mir das fiel. Wahrhaftig. Mir würde bald das Gleiche wie Clive widerfahren, wenn ich nicht bald etwas unternehmen würde. Der Selbsterhaltungstrieb und der Wunsch nach Rache fanden einen Weg in mein Bewusstsein und vertrieben Clive aus meinen Gedanken. Kurz darauf setzte der Hubschrauber zum Landeanflug an. Ich konnte sehen, dass wir in einem Wüstengebiet landeten. Mitten auf etwas, das wie ein ehemaliges Ölfeld aussah. Sie holten uns aus dem Hubschrauber und brachten uns zu einer alten Hütte. Bald wurde mir klar, dass sie in Wirklichkeit nur an Gina interessiert waren. Sobald wir die Hütte betraten, banden sie Gina an einen Stuhl. Danach kümmerten sie sich liebevoll um mich. Sie gaben mir ein starkes Schlafmittel, in Form eines gehaltvollen Schlages auf den Hinterkopf.
Als ich aufwachte, war ich leicht benommen und mein Kopf schien zu explodieren.